Thank you.
Liebe Simone, ich habe gelernt, dass auch heute hier bei uns auf der Bühne die Ratsmusik steht. Eine vielfältige Besetzung. War die eigentlich damals auch so vielfältig, als die Ratsmusik vor vielen, die gibt es ja schon ganz lange eigentlich in Hamburg. Ist das immer auch eine wechselnde Besetzung gewesen oder macht ihr da was Besonderes? Die Ratsmusik wurde mal festgelegt auf 8 Musiker, weil es so viel Konkurrenz gab. Es gab in Hamburg recht viele Musiker und die Arbeitsbedingungen waren sehr gut. Mhm. Deswegen strebten viele von außerhalb auch hierher. Deswegen hat man irgendwann die Zahl auf 8 limitiert. Mhm. Das waren sehr gut ausgebildete Musiker, die viele Instrumente beherrschten. Also nicht nur wie heute, man spezialisiert sich auf ein bestimmtes, sondern die damaligen Ratsmusiker konnten Blasinstrumente und Streichinstrumente spielen. Okay. Insofern war die Besetzung und die Variabilität innerhalb der Besetzung eine sehr große. Das erreiche ich heute mit der wiederbelebten Ratsmusik. Dadurch, dass ich gute Kollegen dazu einlade, je nach Repertoire kommen Leser dazu, heute ausnahmsweise ein Jazz-Duo
oder sonst Gampenkonsort. Also es gibt verschiedenste Varianten der heutigen Ratsmusik auch, wie es früher war. Mhm. Und ich finde ja ganz besonders zeichnet eigentlich die Ratsmusik auch aus, dass es immer unglaublich interessant durchgearbeitete Programme gibt. Vielen Dank, das höre ich gerne, dass es gewürdigt wird. Ja, ich mache mir tatsächlich Mühe und spiele nicht das Standardrepertoire. Ja. Vom heutigen Programm ein bisschen ist es eine Ausnahme, dass wir Stücke spielen, die alle Gambisten drauf haben müssen. Das ist Standardrepertoire. Ja. Aber mein Hauptinteresse besteht darin, Musik wieder zu entdecken. Mhm. Es gibt noch viel in Bibliotheken, was bislang noch nicht herausgegeben ist, was nicht entdeckt ist. Und da wirklich Quellenforschung zu machen und Programme zu konzipieren, ist zwar zeitraubend, aber das ist immer ein ganz großes Abenteuer, das ich gerne mache. Und das heißt auch, also wie stellt man sich das vor? Du bist dann in Korrespondenz mit den Leuten vor Ort, wo die Manuskripte sind, oder du fährst da tatsächlich selbst hin? Oder wie funktioniert das? Gute Frage. Als ich angefangen habe nach dem Studium, bin ich in Bibliotheken gefahren und habe diese staubigen Papiere. Und da bist du rangekommen? Die haben dich da rangelassen? An vielen Orten ja. Ja. Zum Beispiel Oxford, Bodleian Library, die waren zickig. Da musste ich Handschuhe anziehen, Pinzette und musste mich ausweisen und hätte eine Referenz noch vorlegen müssen. Dann musste ich meinen Ausweis vorlegen, die sahen, das war mein Geburtstag. Und dann haben sie mich ausnahmsweise ohne Referenz eingelassen. Das ist ja. Das ist in Deutschland etwas unkomplizierter und hat sich aber in den letzten Jahrzehnten dahingehend geändert, dass die meisten Bestände digitalisiert sind und man die entweder auf Anfrage als Digitalisat geschickt bekommt oder sie sowieso im Netz jetzt sind. Ja. Und man muss manchmal ein bisschen rumsuchen, aber sehr, sehr vieles ist einfach verfügbar. Was in Corona-Zeiten jetzt ganz wunderbar war. Ich konnte vom heimischen Schreibtisch aus recherchieren und auch ein neues Programm wieder zusammenstellen. Ja. Mit noch nicht herausgegebener Musik. Wow. Und wie machst du das da? Ich meine, es ist ja, auch damals hat man nicht nur Meisterwerke geschrieben. Ja? Also wenn man sich da irgendwo so rumtreibt und Quellenforschung betreibt, wie trennt man da Spreu von Weizen? Wir gehen so mit dem Gedanken der Meisterwerke ran. Das ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, als man Genies brauchte, um den Wert von der Musik zu definieren. Ja. Die Musik in der Renaissance ist als Gebrauchsmusik entstanden, als Musik zur Unterhaltung und zum Lob Gottes. Mhm. Und da waren natürlich großartige Dinge dabei. Und da war aber auch vieles dabei, was einmal aufgeführt wurde, dann nicht wieder. Aber auch diese Musik, diese sogenannte Gebrauchsmusik von den sogenannten Kleinmeistern, da gibt es ganz anrührende Momente. Mhm. Und das muss gar nicht das große, geniale Werk sein. Wenn man das in seiner Zeit eingebettet sieht, dann hat das eine ganz große Wirkung auch heute noch. Mhm. Also meinetwegen Trauermusik zu einer Begräbnisfeier. Mhm. Das ergreift uns auch heute noch. Text kombiniert mit Instrumenten und ein gut auskomponierter Text, rhythmisch. Mhm. Das muss nicht Heinrich Schütz sein, der natürlich immer noch gewaltig und der Größte ist. Aber auch seine ganzen Kollegen, finde ich, rühren mich immer noch und auch die Kollegen. Ich bin sehr gespannt, was du noch zutage förderst und was die Ratsmusik noch an Programmen auf die Bühne bringt. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute hier seid in diesem besonderen Format und hoffen, dass wir euch dann auch bald live mal wieder mit Publikum hier im Saselhaus sehen. Und wir hören zum Abschluss noch 3 kleinere Stücke. Magst du uns verraten, was wir zum Ende hören? Diego Ortiz, ein Spanier, der in Italien gewirkt hat, in der Mitte des 16. Jahrhunderts, ganz frühe Musik. 3 Recercadas, das sind Instrumentalwerke, Vorform der Fuge. Bach hat einen Recercada noch komponiert, die auch improvisatorisch angeht, auch über ein Bassmodell, das sich immer wiederholt und vom Soloinstrument variiert wird. Dankeschön. Viel Vergnügen damit.